Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschestudios und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge das hier fertiggestellt. Und nun wollen wir das, also was ist fertiggestellt, den Anfang gemacht, den für dieses Verbindungsstück. Und das wollen wir jetzt natürlich noch entsprechend auskleiden. Weil das wird hier kein, also so Durchgang, so wie das hier. Weil sonst hätte ich hier keinen Weg mehr frei. Also weil die Treppe soll ja das, also der Bogen soll ja hier so lang und so weiter und so fort. Aber das müssen wir alles später gucken. Deswegen Intro, los geht's. Die Frage ist halt nur, wie wir das schick verkleiden, so dass ich damit auch leben kann. Und dazu wird als an erster Stelle das hier mal Gras werden. Hier soll man nicht langlaufen können, nichts dergleichen. Das wird Gehfläche. Ich hatte die Steine mal nur gesetzt als Abgrenzung, dass ich weiß, wo ich lang bauen will. Wie gesagt, ich will, dass sie zumauern im Endeffekt. Und die Frage ist immer noch, wie. Wahrscheinlich so hier. Erste Mal. Erstmalig. Ja, das tat weh, das war mir schon klar. So. Für den Anfang. So, hier auch und da. Wahrscheinlich wird das so ganz klassisch, deswegen hier machen wir das einfach so. Gar nicht viel quasi über, also rumexperimentieren, recht schlicht einfach nur. Es ist wie gesagt hier erstmal vor allem hier unten nur ein Übergang. Und ist okay, oder? Ich finde das reicht völlig aus. Und das hier schön zu verkleiden. Zuzumachen, besser zu sagen. Verkleiden ist das falsche Wort. So einen hier rüber, so. Nicht dahin, 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 dahin. Wie gesagt, hier wird eh jetzt nicht so viel Interaktion von außen stattfinden, würde ich mal sagen. Wie gesagt, nur zum Langlaufen. Und ein. So, und das, dadurch, dass wir das jetzt doch nicht so, also ich hatte jetzt überlegt, machst du zwei oder drei Stufen, aber guck mal, das ist ja im Endeffekt 1, 2, 3, 4 Reihen lang. Völlig ausreichend. Noch eine fünfte in die Tiefe wäre jetzt übertrieben. Da sind manche Räume am Anfang kleiner. Jetzt in die Erde eingraben, eine Fackel hin, da ist nichts spawnt, Tür dran und fertig. Hier oben sollten wir vielleicht was anders machen. Da habe ich auch schon eine Idee. Gar nicht so viel anders, aber ein Ticken. Na, hier wird keine Interaktion stattfinden.
Ganz im Gegenteil. So. Ab. Schon wieder leer. Geht ratzfatz. Boah, sind die auch alle? Ich habe da so viele erst neu gemacht. Ich bin mir gerade da ein bisschen unschlüssig, was die Höhe angeht. Da fehlt nämlich die eine Ecke, genau. Irgendwo wusste ich doch, war noch ein Fehler drin. Also. So, und hier gehen wir jetzt einfach nur das gleiche Spiel in Red. Ich habe kein Rot. So, bei Gelegenheit schaffen wir das auch, da hochzukommen. So viel wie möglich davon zumachen schon mal. So. Viel ist es nicht, weil gleich alle. So, so, so. Und alle. Müssen wir hier hoch? Gar nicht so genau hingucken, bitte. Noch ist der Innenbauausbau lange nicht fertig. Aber ich habe gut angefangen. Deswegen sind die wahrscheinlich auch schon wieder alle. So. Das frisst alles Material, ist ja unglaublich. So. Dann brauche ich Rot. Ja, ohne die komme ich nicht weit. Habe ich vielleicht hier noch was drin? Nie. Echt null, ne? Krass. Hiervon so lange, bis da ein paar fertig sind. Nochmal in den Dings schmeißen hier. Und ich dachte eigentlich, ich bin gut vorbereitet, was Materialien angeht. Nix da. Falsch gedacht. Die sind Gott sei Dank echt ergiebig. Meine Fresse. Kann erstmal hier bleiben. Und dort auch. Ja, ich bin in der Aufnahmepause gestorben. Das ist meistens das Ding. Ich stelle mich in der Ecke, versucht nicht ganz so schnell drauf zu gehen. Aber irgendein Vieh kommt hier trotzdem hin und macht sich platt. So, da haben wir schon mal hier einen Anfang gerissen. Ist aber auch jetzt am Haken gut. Ich merke halt doch, wie er langsam aber sicher die Hufe hochreißt bei dem Projekt hier. Projekt. Irgendwo noch ein Loch, was zu gemacht werden muss. Das da, glaube ich.
Genauso. Klar, kann man meine Zeichnung hier zu Rate ziehen. Jetzt ist hier der Abstand auch nicht mehr allzu hoch, weil wir müssen. Ah nein, verdammt. Ich hab da den Schädel fliegen gesehen. Ein Schädel auf Abwiegen, das sage ich euch. Doch, Menno. Ich tue mal hier meine Skizze. Irgendwie habe ich es auch momentan nicht mit Notieren von meinen Folgennamen. So, das wollte ich natürlich vermeiden. Aber es ist ja nicht weit. Dieses ganze Geruckel hier in der Hauptstadt ist halt eklig. Aber sah lustig aus. Muss ich mir nachher nochmal eine Zeitlupe angucken, wie so, wie der Schädel da rumeiert. Wie gesagt, das war jetzt relativ entspannt hier an dieser Stelle. So, komm, wir machen jetzt einfach mal den hier. Boah, da fehlt das halbe Gebäude. Jetzt geht's aber ab hier. Treppe! Irgendwo hier vorne muss ich liegen. So, jetzt hätte man natürlich die Sachen direkt mitnehmen können. Blöd gelaufen. Hoch da und lande. Ich habe echt überlegt, ob ich nicht hier offen, also einen offenen Bereich lasse. Um ehrlich zu sein. Aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Aber ich werde weiter reingehen. Ich werde definitiv weiter reingehen. Aber ja, das heißt definitiv nicht viel. Ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten. Damit ich hier halt diesen offenen Bereich noch habe zum Laufen. Das machen wir hier ruhig mal so zu. Kommt ja auch im Endeffekt weg. Ist auch nicht so viel. Wie gesagt, die Treppe muss ja auch noch was bringen. 1, 2, wir müssen jetzt einfach mal so gucken. Oben wird das ja wieder bündig dann. Ich komme ran, ne? Ja. Ich würde es ein bisschen breiter hier an der Stelle. Bisschen sehr breit, oder? Frage, machen wir das wirklich? Ich brauche den hier. Ich setze ihn mir mal beide nebeneinander. Gucken, ob dazu passt, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal wäre optimal sowieso, wenn ich hier hingehe. Das heißt 1, 2, 3, 4. Gucken, ob wir hinkommen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wird eng. Vor allem mit der Treppe. 1, 2, 3. Ja, da haben wir das Problemchen. So schon nicht gerade viel Platz, wenn ich den denn hier so dezimiere.
das schon eklig. Besser wäre es hier. Davon ab. Ja doch, eigentlich schon, ne? Das wäre jetzt genau hier diese Reihe. Also es würde passen. Ich würde halt hier lang gehen. Ja, dann müssen wir das halt zumachen. 3, 3. Nee. Da werden wir den da ersetzen. Erstmal, dass wir so anfangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 9. Willst du mich denn jetzt ärgern? So wollte ich den schon extra draußen lassen, ne? Der Fehler. Ich bin echt nicht. So. Dann passt das schon. Nicht nett, nicht nett. Okay, dann kommt das hier halt komplett wieder raus. Aber dann haben wir hier wenigstens diesen Weg. Also, dass man da dran vorbeigehen kann, weil es wird ja wieder durch die mehreren Schichten, die ja trotzdem kommen. Ne, ist ja nicht nur eine Ebene, sondern mehrere, wird das ja halt wieder größer. Ruhig bis hier ran. Hier sage ich halt, geht zu hoch. Ne, viel experimentiert, nichts gerissen. Wieder mal die Folge, wenn ich da schon wieder auf die Uhr gucke. Das passt aber so. So, das ist quasi auch nur ein Abstandhalter gewesen, den wir jetzt, den es jetzt natürlich heißt, noch zu ersetzen. Weil hier wird erstmal, bevor wir hier eine Verbindung schaffen, zwischen dem hölzernen Element, was ich hier reinsetzen will, in die Mitte, muss hier erstmal so eine Reihe hin. Weil, wie gesagt, hier will ich ein bisschen sparen auf jeden Fall. So. Sollen hier mehrere Etagen rein. Bis dato. Das ist mein Plan. Puh. Und zwar kleinere Etagen, wie ihr schon seht. Ich gucke jetzt mal, wie das so aufgeht.
Okay. Eins, zwei. Kommt gut hin. Kommt verdammt gut hin. Das passt perfekt, würde ich mal fast sagen. Das sind 1, 2, 3, 4 Etagen, also 4 solche Luken, die es dann heißt, nur auszukleiden. Das finde ich noch akzeptabel. Oder? Können sie ja nirgendwo runterstürzen. Aber rein theoretisch passt das so. Dann haben wir hier auch den Übergang eigentlich recht gut geschaffen. Ich mir hier eigentlich schon fast überlegt hatte, mit Treppen wieder zu arbeiten. Aber hölzern halt. Mal kurz überlegen hier. Wie gesagt, so eine Art Struktur hier reinbringen. Ah, die ist zu groß. Die ist ein bisschen zu groß. Ich müsste, naja, die Treppen, die bringen hier nicht so viel. Warum? Weil das dann zu weit nach vorne geht. Ich müsste halt noch mal eine komplette Ebene nach hinten. Ich glaube aber, so ist besser. Und dann möchte ich die hier gleich reinsetzen. Die roten Fenster. Ich überlege noch, ob man hier eventuell noch was machen könnte. Aber halt nicht überall. Also ein bisschen versetzt. Ich glaube, das kommt am Ende gar nicht so verkehrt. Das heißt dann wieder hier oben. So in dem Dreh dann halt immer so abwechselnd. Ich glaube, das kommt ganz gut. Was sagt die Uhr? Ah, wir sind eigentlich schon voll drüber. Ich will aber nochmal schnell die Fenster holen. Wenn ich welche habe. Sollte aber. Und die einmal einsetzen, kurz. Jetzt wäre ich direkt schon wieder durchgejagt. Sind nicht viele, okay. Ah, dafür habe ich extra hier die dunklen. Ich nehme die auch mit. Haben wir extra mal die dunklen gemacht. Ah, verdammt, schon wieder der falsche. Aber ist nicht verkehrt, wenn wir hier oben ankommen. Wenn er nicht so haken würde. Oder ich mache das hier so. Nee.
Nee. Ist ja auch langweilig. Boah, ich weiß es nicht. Ist das schwierig? Na gut, müssen wir ein andermal gucken. Erstmal machen wir Päuschen und dann geht es morgen hier an der Stelle weiter. Ich überlege mir was Schönes. Also auf jeden Fall wieder einschalten und bis dahin.